Hatte ich mal die Muße, nochmal durch Duisburg zu gehen. Und wir haben gesehen, dass da noch einige Trucks in der Stadt standen und auch noch die Love Parade im kleinen Kreis weiterging. Wir haben uns dann noch ein bisschen dazugesellt, noch ein bisschen Musik gehört und auch ein bisschen getanzt. Und das fand ich nach dem Erlebten eigentlich auf der einen Seite schwierig, aber auf der anderen Seite auch irgendwo befreiend. Und zur Verarbeitung nicht gerade verkehrt. Am nächsten Tag sah die Lage ganz anders aus, hätte ich das nicht mehr machen können. Da war wirklich wie ein Kloß im Hals. Es gab an dem Tag keinen wirklichen Endpunkt. Es gab nicht der Moment, wo man wirklich gesagt hat, irgendwie der Tag ist vorbei, das ist passiert, sondern es lief für mich bis zum nächsten Morgen einfach so durch, bis ich dann wirklich vollkommen taub halt ins Bett gefallen bin. Ja, zu Hause haben wir uns dann getroffen. Ja. Morgens, genau. Haben aber nicht großartig darüber gesprochen. Also ich so nicht. Ich habe nur dann erfahren, das sagte sie mir, dass sie erstmal gar nicht wusste, was passiert ist. Erst nach und nach bekamen die Leute das so mit, die auf dem Gelände waren. Ja, ich selber war auch zu gestresst, noch zu erschöpft, darüber zu reden. Und ja, das haben wir erst viel später gemacht. Das mitten in Deutschland, das konnte ich also überhaupt nicht glauben. Das ist mein größtes Problem, dass sowas mitten in Deutschland passiert. Diese Szene, die werde ich auch jahrelang im Kopf haben. Weil ich selber, ich will sie nicht direkt ablegen. Ich will, dass sie sich immer mein Gehirn durchspielen. Dass ich wirklich halt nachts noch nass geschwitzt aufwache und denke, okay, war jetzt wieder der Scheiß von der Love Parade. Welche Bilder sind geblieben? Also die Bilder, die immer bleiben werden, sind die ersten Eindrücke, die ich hatte, als ich dort vor Ort war, als Rettungsassistent. Die ganze Szenerie, die Geräusche vor allen Dingen. Und das war ein Anblick, ich denke mir, das werde ich mein Leben lang nicht vergessen. Dieses Reanimieren von Jugendlichen oder jungen Erwachsenen. Schon bitter, wenn man das sieht. Mein Gott. Ich glaube, dass die Finanzen da auch eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube nicht, dass es irgendwie unbedingt nur... Ich glaube, es war ihnen einfach wurscht. Ich habe mir jeden Tag meine Bilder mehrfach angeschaut und irgendwann habe ich gesagt, Cut, aus, Schluss, ich kann nicht mehr. Ich denke schon, dass wir den Kontakt behalten. Ja, ich hoffe doch. Ja, und ja, ich denke auch, dass wir mal drüber reden und vielleicht uns auch treffen oder so den Kontakt halt eben halten. Auf jeden Fall. Wie die Verantwortlichen für die Katastrophe einer geschockten Öffentlichkeit alle Antworten schuldig bleiben. Dazu gleich mehr. Duisburg, 24. Juli am späten Abend. Um eine mögliche Panik zu vermeiden, lassen die Veranstalter die Party weitergehen. Während unten im Tunnel die Spurensicherung ihre Arbeit macht. Erst gegen 23 Uhr zieht der letzte DJ den Stecker. Das groteske Schauspiel ist vorbei. In der Nacht steht nicht nur Duisburg unter Schock. Überall stellen sich Menschen die Frage, wer war für dieses Desaster verantwortlich? Jeder, der an diesem gottverdammten runden Tisch gesessen hat, den hat man zur Verantwortung zu ziehen. Die können sich nicht rausreden. Da waren alle dran beteiligt. Ich gehe davon aus, dass wir dazu Antwort geben, wenn genau diese Fragen beantwortet sind. Zur Frage, wer genehmigt das, wer hat das zu verantworten, kann ich zurzeit nicht sagen. Mit dem Verständnis
dass ich auch zum Schutze meiner Mitarbeiter zum Ereignis hier nicht mehr sagen kann. Deswegen haben Sie Verständnis dafür, dass ich zu der Angelegenheit an dieser Stelle nicht mehr Stellung nehmen kann. Die kamen da rein, da habe ich schon gedacht, Herr Gott, nochmal, die setzten sich da hin und schwiegen erstmal. Ja, und damit geben wir direkt an. Und dann ging es los. Die ersten Fragen wurden gestellt. Das, was ich erwartet hatte, trat nicht ein. Es war keine Antwort. Es war immer ein Nein, da können wir jetzt nichts zu sagen. Wir haben unsere Akten der Staatsanwaltschaft übergeben. Das ist ein laufendes Verfahren. Keine Antwort. Man stellt sich vor, du kriegst eine Erklärung dafür, wie konnte es zu dieser Katastrophe kommen, wie konnte es zu den Toten kommen. Auch da gab es keine Antwort. Warum hat man sich nicht entschlossen und viel zu spät entschlossen, eine zweite Rampe aufzumachen und bevor die Veranstaltung überhaupt gelaufen ist, gesagt, durch diesen einen Tunnel können wir diese ganzen Menschen nicht antworten? Die Frage ist doch einfach zu beantworten. Ich weiß nicht, entweder haben sie nicht begriffen, was Sache ist, sie wollen es nicht begreifen, oder sie waren, also auf mich haben die auch ein bisschen paralysiert gewirkt. Ab wann, das war genau der Kurzzeit, wussten Sie, dass die Leitung kapitiert, an dem Zugang, von wem haben Sie davon erfahren und wie haben Sie darauf reagiert? Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass die hingegangen sind und haben gesagt, wir sagen jetzt erstmal gar nichts, wir sagen, der Staatsanwalt ermittelt. Und dann müssen wir sehen und ihr werdet sehen, es wird sich im Sande verlaufen. In 2 Monaten spricht da kein Mensch mehr drüber. Open auf dem Gelände aufgemacht werden, weil die Leute da unten nicht mehr gekannt. Nicht, war das Problem, Open war das Problem. Ich kann dazu was sagen, Pressesprecher der Love Parade. Auch das sind Detailfragen, die jetzt nicht beantwortet werden können. Und dann ist mir irgendwann mal der Kragen geplatzt und dann habe ich gesagt, pass mal auf Leute, da sind Menschen gestorben und es gibt draußen Angehörige, es gibt hier Pressemenschen, die gerne wissen möchten, wie konnte das passieren, wie kam es zu dem Unglück. Ihr gebt keine Antworten, sondern ihr eiert hier rum. Und hier sind jetzt 19 Menschen gestorben und Sie eiern da rum. Das kann nicht sein. Also wir eiern nicht rum, weil die Staatsanwaltschaft ermittelt. Und wenn etwas analysiert werden muss, müssen wir auch auf diese Antworten warten, um Ihnen eine konkrete und auch fundierte Antwort geben zu können. Da hat Herr Schaller, finde ich, ein Konzept gefahren und das war auch abgesprochen, dieses Konzept, nicht zu antworten, sondern früher hätte man den Hofnarr genannt, der dann aus dem Hintergrund die Glocke bimmelte und dann versuchte, uns Antworten zu geben auf Fragen, die an Herrn Schaller gestellt worden sind. Ich kann dazu was sagen, Pressesprecher der Love Parade. Über das Material können wir derzeit noch nichts sagen. Darf ich wiederholen? Ja. Ich bin's nochmal, Björn Köln, Pressesprecher. Dann spreche ich ganz laut. Ich spreche nur für den Veranstalter. Die Leute, die also diese Pressekonferenz gesehen haben, haben wirklich fassungslos vor dem Fernseher gesessen und sich dieses Schauspiel der 4 oder teilweise 5 Ahnungslosen angesehen. Und das in einer solchen Form, nach einem solchen Ereignis zu tun. Man hatte sicherlich die oberste Zielsetzung, keine Schuldeingeständnisse zu sprechen, aber dann hätte man entweder andere Leute zu der Pressekonferenz schicken sollen oder man hätte grundsätzlich sich anders darauf vorbereiten.